So, nachdem wir in Geilo übernachtet hatten, machten wir unter anderem Brocken morgen auf den Weg in Richtung Donbass. Der Weg führte uns über ein Hochplateau im Hardanger Wiedergebirge, über die 51. Auch an diesem Tag war das Wetter nicht gerade sehr freundlich, wie ihr an den Wolken erkennen könnt. Es war sehr kalt oben auf dem Hochplateau und wir haben alle sehr gefroren. Auf der Straße dieses Hochplateaus kann man auch mal ein bisschen Gas geben, wie ihr seht. Es ging recht zügig voran. So langsam ging es nun bergab von dem Hochplateau und es wurde auch ein wenig wärmer. Kurz bevor wir unten waren, trafen wir das erste Mal auf Fremdtiere in freier Wildbahn. Das musste natürlich festgehalten werden mit der Kamera. So, nun sind wir in Donbass angekommen und bezogen erstmal unsere neue Hütte. Sie war klein, aber fein. Nach einer ruhigen Nacht ging es weiter Richtung Trollstiegen. Das Wetter war an dem Tag nicht sehr schön. Es regnete den ganzen Tag über. We'll be right back.
disappear and never be found. Take a road that goes out of bounds. But goes out of bounds. We can't stop, we can't sleep. Never coming down. We can't stop, we can't sleep. Let's make this the best time of our lives. We can't sleep. Let's make this the best time of our lives. Während wir im Regen so weiterfuhren, hofften wir immer noch darauf, dass es aufhören würde. Denn die Trollstiegen wären besser bei Sonne zu betrachten und auch zu fahren. Schon die Anfahrt zu den Trollstiegen macht mächtig Spaß. Aber ihr seht gleich selber.
So, nun stehen wir kurz vor der Auffahrt zu den Trollstiegen. Wir haben noch mal einen Halt gemacht, um ein paar schöne Motive einzufangen. Danach lasse ich euch gleich alleine. Die Trollstiegen, ein Erlebnis für sich. Es schrauben sich Kurven fast 900 Meter in die Höhe bis oben in der Aussichtsplattform. So, und nun geht es los. Auch wenn es für mich das zweite Mal ist, dass ich diese Trollstiegen hinauffahre. Es macht immer wieder Spaß. Wenn das Wetter nur besser gewesen wäre heute. Schade. Die Trollstiegen zählen zu den schönsten Serpentinen in Norwegen, abgesehen mal von der Auffahrt zum Dalsnever. Your tears, they spill over, flooding your fire. Your tears,
So, nun waren wir endlich oben angekommen, an den Trollstiegen. Wir stellten unsere Motorräder ab, gingen zur Aussichtsplattform und machten erstmal ein paar schöne Fotos. Was man bei dem Wetter ja nicht unbedingt sagen kann, dass sie schön wurden. So, nachdem wir nun unsere Fotos im Kasten hatten, machten wir uns auf in Richtung Gairanger. Aber das Wetter wurde auch nicht besser. So machten wir kurz vor dem Gairanger dann Halt und bezogen eine neue Hütte. Aber erstmal ging es über das Hochplateau auf der anderen Seite hinunter.
Oh, wie schade, dieser Regen. Wie viel Spaß macht es doch erst, diese herrliche Straße hinunterzufahren, wenn es trocken ist. Vor 2 Jahren war es so. Und da konnten wir ganz schön Gas geben. Ich hoffe mal, ihr genießt diese Abfahrt genauso gut wie wir, trotz all der Nässe. Diese Landschaft ist einfach phänomenal. So I'm scared, spitless. I'm not as brave as I once was. So I'm here, shaking, runny, messy, pretty pathetic. Can you I'm disenchanted with what I've left and forsaken. Truth is, I have no other place to go. I'm a nomad in the making. Scabs on my knees from crawling, calluses on the soles of my feet. All the mileage it's taken me to learn how to be weak, how to be needy. Can you hear me from where you are? Will you meet me where the roads cross? 'Cause I am almost desperate, broken in spirit. I am admitting that I've never felt so lost. Where the roads cross, where the roads cross, will you reassure me that you're close and the distance? 'Cause sometimes it feels like there's a universe between us, where the roads cross, where the roads cross. Mm-hmm.
So, nun sind wir schon in unserer neuen Hütte, kurz vor dem Geiranger Fjord. In Teil 5 geht es dann weiter, mit besserem Wetter, ihr werdet sehen. Den Geiranger Fjord hinunter und den Dalsliber hinauf.